10 Dinge beziehen sich bei mir auf meine Favoriten der letzten Zeit. Ich habe nicht jeden Monat Favoriten. Und es ist nicht nur eine Sparte, sondern ist ein bisschen Kosmetik, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und das ist ein festes Format hier auf dem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute gibt es 10 Dinge, die mir in letzter Zeit richtig gut getan haben und die mir richtig gut gefallen haben. Das kann aus sämtlichen Sparten sein. Und ihr wolltet auf jeden Fall so ein Video sehen. Ich frage meistens immer im Community-Tab, ob ihr Bock darauf habt oder lasst euch unter verschiedenen Videoformaten entscheiden. Und das 10 Dinge-Video war eins davon. Und wir fangen mal mit 2 Serien an. Eine Serie, die schon etwas älter ist und anscheinend ist noch eine 7. Staffel in Auftrag gegeben worden. Ist ja richtig krass. Wir sprechen von The Blacklist. Ich habe das damals mal angefangen gehabt zu gucken und habe das auch sofort gemerkt, als ich es jetzt wieder geguckt habe. Das kenne ich ja eigentlich, das kenne ich auch. Und wusste genau, warum ich damit aufgehört habe zu gucken. James Spader ist einer der krassesten Schauspieler überhaupt. Also er ist nicht so der Schönling. Man kennt ihn zum Beispiel aus Stargate, da hat er diesen Wissenschaftler gespielt, oder aus Boston Legal. Und da habe ich ihn damals gefeiert, weil Boston Legal kam gerade zu der Zeit, als ich meine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht habe. Und wir haben bei der Arbeit haben immer wieder diskutiert über Boston Legal und so. Und das ist mir natürlich hängen geblieben. Und da habe ich natürlich ein besonderes Verhältnis zu James Spader. James Spader verkörpert Raymond Reddington in The Blacklist. Das ist ein Schwerverbrecher, der mit dem FBI zusammenarbeitet. Und anfänglich arbeitet er mit dieser Spezialeinheit zusammen, die entsteht aufgrund dessen, weil da seine Tochter dabei ist. Er sagt aber seiner Tochter nicht ein einziges Mal, dass er sein Vater ist. Und das hat mich aufgeregt. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich deswegen aufgehört habe, das zu gucken. Weil er hat es nie aufgelöst und sie ist dann irgendwann gestorben. Was richtig krass ist. Und ich hatte dann echt keinen Bock mehr, das zu gucken. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich bin jetzt aber drüber hinaus. Ich kann es nicht so richtig hundertprozentig binge-watchen, muss ich sagen. Aber man hat schon so eine Liebe zu den einzelnen Schauspielern entwickelt. Und Raymond ist für mich ein Halunke, wenn der mit mir irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie involviert wäre, ich würde irgendwelche Sachen machen, die der von mir verlangt. Kein Problem, wenn er mich so um den Finger wickelt, wie er den Rest um den Finger wickelt. Richtig klasse. Also ich mag die Rolle total gerne. Anfänglich fand ich so die ersten 2 Staffeln fand ich ihn ein bisschen schwierig. Er entwickelt sich aber mit der Zeit. Also eine richtig coole Serie gibt es bei Netflix. Insgesamt 6 Staffeln. Eine 7. ist in Auftrag gegeben worden. Keine Ahnung, wo die dann in erster Linie gezeigt wird. Aber 6 Staffeln und ich glaube so über 20 Folgen, da hat man einiges zu tun. Ich bin jetzt immer noch bei der 3. Staffel am Ende oder so. Also ich lieb's, muss ich echt sagen. Aber ich kann es nicht so hundertprozentig binge-watchen. Also ich könnte nicht von früh bis spät das gucken. Also mir reichen so 3 Folgen und das war's. Zumal da eine Folge, glaube ich, schon so 40 Minuten lang ist oder so. Das hat mich an manchen Sachen nicht gehindert, dass ich die ohne Ende angeguckt habe. Also guckt euch mal The Blacklist an, falls ihr es noch gar nicht angeguckt habt. Serie Nummer 2 ist Star Trek Picard. Und das ist für mich so ein Kindheitsding. Das hätte richtig schlecht gedreht sein können, ich jetzt glaube ich trotzdem geliebt, weil ich bin halt mit Star Trek und Jean-Luc Picard aufgewachsen. Mein Lieblingscaptain, okay, war immer noch Kirk. Also ich bin noch nie so richtig mit Jean-Luc Picard warm geworden, aber ich habe das immer mit meiner Mutter angeguckt und das ist so, das hat für mich so einen ganz speziellen Stellenwert. Und Star Trek Picard erzählt eben die Geschichte von Jean-Luc Picard im Alter, der in seinem wohlverdienten Ruhestand lebt und ein junges Mädchen zu ihm kommt und halt die Geschichte darauf aufgebaut wird. Also es haben sich schon viele Fragen aufgetan und ich möchte nicht zu viel spoilern.
Es ist schon so ein bisschen so, dass die Geschichte um den alten Star Trek Picard herum geschrieben wird, weil gut, der Schauspieler ist auch schon relativ alt und in so einem Feuergefecht und so kann der halt nicht mehr so wirklich mithalten. Aber das macht diese ganze Sache auch so ein bisschen sympathisch, weil es so ein Zusammenschluss ist, ob es jetzt um Voyager geht, um Deep Space Nine geht. Man findet eben auch Charaktere, die man halt, also alte Bekannte, die man von früher her kennt, wie eben Seven of Nine, wie Data, der ja eigentlich zerstört worden ist. Man hat noch nicht so richtig erfahren, ob es ihn nochmal gibt oder ob er irgendwie nochmal gebaut wurde, aber er taucht so erinnerungstechnisch auf in der Serie, das finde ich ganz interessant. Und es, also wenn bei mir Star Trek läuft, ob das jetzt Discovery ist oder Picard, ich bin konstant am Gucken und da darf ich mich nicht stören. Das sind 40 Minuten, da darf ich mich echt nicht stören. Also da bin ich so ein bisschen Star Trek verrückt, muss ich wirklich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das noch nie geguckt hat und jetzt mit Star Trek Picard anfängt, dass der nicht so viel damit anfangen kann, weil es eben auch so ein paar Erinnerungen weckt, eben durch die alten Charaktere, ob das Kanzler Troy ist, ob das Riker ist, sein zweiter Offizier, ob das Data ist. Ich bin mal gespannt, ob außer Seven of Nine noch jemand drin vorkommt, den man von früher her kennt. Ist richtig gut gelungen, muss ich sagen, und Netflix muss echt dazu tun. Discovery ist meiner Meinung nach auch richtig gut, erzählt aber einen neuen Zweig. Also Picard erzählt eher den alten Zweig und ist so zusammenführend der Geschichten drumherum. Discovery ist ja eher so ein bisschen was Neueres, liebe ich allerdings auch. Kann es auf jeden Fall empfehlen, guckt euch Star Trek Picard an. Gibt es auf Amazon Prime. Ich zeige euch heute die Bambustücher nochmal. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich mal unter dem i. Warum ich die heute nochmal zeige, ich reinige mein Gesicht ja mit Öl. Das werde ich dir auch mal unter dem i verlinken. Und da ist es wichtig, dass du ein Tuch verwendest, wo man das gut wieder abnehmen kann. Ich habe festgestellt, dass ich das mit Mikrofasertüchern nicht so gut hinbekomme. Ich kaufe mir ja auch keine Mikrofasertücher mehr, deswegen hatte ich die damals ja gekauft. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findest du auch unter dem i. Die waren natürlich ein bisschen teurer und so Bambustücher oder Bambusstoff ist so ein bisschen in der Kritik. Kann ich irgendwo auch verstehen. Bei mir ging es eben damals darum, dass ich nichts mehr aus Mikrofaser kaufe, weil das eben Mikroplastik abgibt. Und bei Kleidungsstücken ist es immer so ein bisschen schwierig, weil eben Kunstfaser oftmals in einem kleinen Teil verarbeitet wird. Kann man oftmals nicht aus dem Weg gehen, aber ich kann eben ein Mikrofasertuch aus dem Weg gehen. Deswegen hatte ich mir die geholt. Und die funktionieren bei der Ölreinigung sowas von super, deswegen mein Favorit, absolut. Ich habe mir vor kurzem mal wieder einen neuen Teller geleistet von Depot. Der hat 8 Euro gekostet. Der sieht echt aus wie so ein handgetöpferter. Und ich stehe auf sowas, absolut. Also hätte ich genug Platz, hätte ich wahrscheinlich schon die unterschiedlichsten Teller. Bin jetzt gerade wieder so ein bisschen inaktiv auf Instagram, habe mir aber vorgestellt, so mal für Bilder oder für verschiedene Rezepte und so, kann man das schon mal verwenden. Und ist der nicht schön? Der gibt eine riesen Schüssel noch, also nicht so eine riesen Salatschüssel, aber so eine größere Müsli-Schüssel. Und die ist auch voll schön. Ich habe hin und her überlegt, soll ich die Schüssel nehmen oder soll ich das? Und ich bin dann, der ist auch schwerer als normal, normale Teller, bin dann auf dem hängen geblieben. Man muss allerdings aufpassen. Ich habe im Laden gesehen, die Glasur ist an manchen Ecken nicht ganz so gut bei manchen Tellern. Habe dann einen guten rausgesucht. Finde es immer wieder schön im Depot nach so Geschirr zu stöbern. Da gibt es richtig tolle Sachen zum Teil. Mein Lieblingspflegeprodukt ist von Face Theory der Vitamin C Cleanser. Der funktioniert so gut bei mir. Das war so ein schwieriges Produkt am Anfang, weil meine Haut erstmal das nicht so toll fand. Ja, also wenn du dein Leben lang dein Gesicht mit Seife oder etwas harscheren Reinigungsmitteln gereinigt hast und dann mit etwas Sanftem rangehst, ist klar, dass es nicht gleich super gut funktioniert. Hier ist Milchsäure enthalten und das trägt man auf,
Dann bleibt es eine Minute auf dem Gesicht und dann nimmt man es wieder ab. Und rein psychisch mäßig musste ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, weil ich das Schäumen eigentlich gar nicht so schlecht finde, wie beim Shampoo auch. Aber der reinigt so eins, du hast so ein tolles Hautgefühl, wenn du den runternimmst. Und es ist tatsächlich auch das Produkt, was am schnellsten ins Leer geht. Aber da hier eben auch Milchsäure enthalten ist, Sonnenschutz ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man den da aufträgt. Auch den habe ich in einem gesonderten Video vorgestellt. Verlinke ich dir ebenfalls unter dem i. Ich finde Face Theory so klasse. Schade, dass das einfach so unbekannt hier in Deutschland ist. Die wenigsten kennen die Marke. Eine richtig tolle Sache ist auch diese Aprikosenbutter. Die habe ich bei Ecoverde bestellt und hier ist wirklich nur Aprikosenöl drin. Riecht natürlich jetzt nicht gewaltig toll, weil es eben natürliches Öl ist. Und anhand der Duftstoffe ist mir das ja eh nicht wichtig. Aber das zieht in die Haut ein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Machst so ein bisschen drauf, weg. Also ich habe sowas echt noch nie erlebt. Das ist auch beim Aprikosenöl so, das funktioniert auf meiner Haut so unwahrscheinlich gut. Und kaum hatte ich es schon, ist ein Drittel weg oder ja, ein bisschen weniger. Hätte nicht gedacht, dass ich das so gut finde. Kann ich euch also empfehlen, gibt es bei Ecoverde, guckt mal nach Aprikosenbutter. Wo ich echt froh drum bin, dass ich jetzt endlich mal einen Sonnenschutz gefunden habe, der gut ist. Nach oben ist da schon noch was offen, muss ich ehrlich sagen, weil er doch noch recht reichhaltig ist. Aber er weißelt nur ein bisschen. Also es ist ein mineralisches Sonnenschutzprodukt, weil ich eben auf das Thema Mikroplastik achte. Und das ist für Kinder, ist eine italienische Marke, Lichtschutzfaktor 50. Durch das, dass ich Säuren am Gesicht anwende, muss man das einfach machen. Und den kannst du auch auf den Lippen auftragen, weil es eben duftstofffrei ist. Da sind gar keine Duftstoffe drin. Liebe ich das Zeug. Es riecht, manchen Leuten ist es wichtig, wenn ich sage, wie die Produkte riechen. Es riecht halt nach den Inhaltsstoffen so. Es riecht halt cremig. Fast schon so ein bisschen, würde ich sagen, medizinisch. Nee, es ist auch falsch. Also es hat einen ganz eigenen Geruch. Und der zieht aber gut ein. Ja? Also ich brauche, das ist jetzt meine Tagescreme inzwischen, weil wenn ich Sonnenschutz auftrage, kann ich nicht nur eine Tagescreme drüber machen, das wäre dann zu viel. Funktioniert echt gut und Sonnenschutz sollten wir eh alle tragen. Denkt bitte wirklich an die UVA-Strahlung, die ist immer da und die macht alt, die macht richtig alt. Wer wirklich ein Naturkosmetik-Produkt sucht, was nicht so stark weißelt. Ich habe hier den von Weleda gehabt. Guckt sich echt mal den an. Der ist echt toll. Ich mache da auch noch ein Video drüber. Ein Produkt, auf das ich jetzt schon länger scharf war, war das No Cosmetics Produkt Rebalancing Serum, was die Haut ausgleicht durch das Mikrobiom auf der Haut. Das ist einfach deine Bakterien, die du auf der Haut hast. Das gleicht es aus. Und ich habe die in einem Interview gesehen auf YouTube bei DM und fand die so nett, fand die so super. Und dann kam irgendwann Leon daher und hat das vorgestellt. Und dann wusste ich, ich muss das probieren mal, weil ich halt schon jemand bin, der ab und zu mal Rötungen im Gesicht hat. Und seit ich das verwende, keine Rötungen mehr, absolut gar nichts mehr. Das verändert das Mikrobiom auf der Haut. Das bedeutet, deine Bakterien, die du einfach auf der Haut hast, zum Positiven. Und ich bin der Meinung, das funktioniert recht gut. Dazu möchte ich eben auch ein Video machen. Das ist eine ganz, ganz klare Flüssigkeit und lässt sich unwahrscheinlich gut auftragen. Ist ein bisschen eine komische Pipette. Also die ist unten, ist die so groß. Also in der Art hatte ich jetzt noch keine Pipette. Bin ganz froh, dass es das Produkt gibt, weil es eben auch mild parfümiert ist. Ich habe zum Thema Duftstoffe auch schon ein Video gemacht, kann ich dir mal unter das i legen. Ich vertrage es ganz gut, weil wie gesagt, bei meinen anderen kosmetischen Produkten achte ich eben auch ganz stark drauf inzwischen, dass eben keine Duftstoffe mehr enthalten sind. Hier sind ganz wenig enthalten, Gott sei Dank. Und es funktioniert. Also meine Haut sagt juhu, weil ich habe bis jetzt
nicht mehr wirklich rote Stellen auf dem Gesicht gehabt. Und ich hatte früher immer wieder rote Flecken am Gesicht. Tolles Zeug, probiert's aus, dazu wird es ein Video geben. Dinge, die ich selber mache, was hat sie jetzt hier in der Hand? Dinge, die ich selber mache, die dann auch noch funktionieren, sind natürlich Favoriten. Das hat ein bisschen eine eigenwillige Konsistenz und sieht etwas komisch aus. Das ist Waschmittel. Das ist selber gemachtes Waschmittel. Ich habe Waschmittel selber gemacht und verpackt. Da freue ich mich immer selber so ein bisschen, da feiere ich mich. Wir sind nicht hier, um alles richtig zu machen, aber ich freue mich immer, wenn ich kleine Schritte gehen kann in Richtung, meiner Meinung nach, richtige Richtung. Und das Waschmittel selber zu machen, ist schon irgendwie eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer jetzt so machen werde, aber ich habe unwahrscheinlich viel Seife übrig. Und das ist eine gute Methode, diese Seife aufzubrauchen. Und es wäscht gar nicht mal übel. Also ich habe da jetzt Lavendelöl drin und das hat sich echt gut in meiner Wäsche gemacht, hätte ich nicht gedacht. Bei so starken Verschmutzungen heißt es, soll man noch einen Löffel Natron mit in die Wäsche geben. Habe jetzt nichts stark Verschmutztes, also habe da jetzt noch nicht so groß mit rum experimentiert zum Thema Waschmittel. Möchte ich aber auch ein Video machen, also selber machen dieses Rezept. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht so richtig viel verwendet, bin aber stolz wie Sau drauf, dass ich halt einfach mal Waschmittel selber gemacht habe. So, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Tee mal in die Kamera zeige, weil ich eher ein Mensch bin, der auf natürliche Tees steht. Das ist ganz weit weg von natürlich. Ganz weit weg. Ich achte schon drauf, ich mag es halt nicht so. Ich mag so säuerlichen Früchtetee überhaupt nicht. Und habe eine ganze Zeit lang auch fast gar keinen Früchtetee getrunken. Und dann kam der Messmer-Tee und ich kannte den schon von früher her. Der ist mit Stevia gesüßt, Pfirsichtee und schmeckt, das ist auch wieder ein bisschen Kindheit, schmeckt haargenau wie der Pfirsicheistee. Ich liebe den. Da gibt es noch Orange und Ananas, habe ich gesehen, da habe ich noch nicht probiert. Aber der ist tatsächlich auch anhand seiner Aromen, da müssen wir eben auch aufpassen, anhand seiner Aromen ist der tatsächlich vegan. Steht hinten drauf, dass in diesem Tee verwendete Aroma ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Ist ja auch mal nicht schlecht, weil da ist zum Beispiel Pfirsichgranulat drin, Aroma eben. Und ich habe ja gesagt, das ist so am Natürlichen ganz stark vorbei, aber er schmeckt einfach so. Wie der Pfirsicheistee, 1A, ohne Witz. Also probier den mal aus, falls du den nicht kennst. Den habe ich gerade echt ständig da und trinke da eine Packung nach der nächsten. Die ist jetzt auch schon fast wieder leer. Naja, es ist schon noch ein bisschen was drin, aber das bedeutet bei mir schon echt viel, wenn ich einen Tee sowas von schnell leer rocke. Und der ist einfach so gut. Jetzt bist du gefragt, was sind deine Favoriten der letzten Zeit? Nenn mir mal 5, es müssen keine 10 sein, gehen unten in die Kommentare. Und über was ich mich noch freuen würde, wäre einen Daumen für dieses Video. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, dass du dabei warst. Ciao!